Hallo Leute, es geht weiter mit The Book of Unwritten Tales. Ja, jetzt geht es weiter mit Ivo und Cheep Cheep und dem Vieh. So heißt es ja auch hier. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, so wie jedes Mal. Wir lassen uns mal überraschen. Und diesmal auch wissen wir nicht, was hier ist. Und wir sind anscheinend angekettet, hängen irgendwo rum. Und ich nehme mal an, wir sollen versuchen, hier herauszukommen. Und das versuchen wir jetzt mal. Vielleicht kann uns ja Cheep Cheep helfen. Weil Cheep Cheep ist ja anscheinend nur am Zwitschern hier. Cheep Cheep. Hör mal, Cheep Cheep. Ich muss nachdenken und das kann ich nicht, wenn du so einen Radau machst. Ja, aber jetzt sind wir nun mal hier und wir müssen irgendwie Wilbur und das Artefakt retten. Der ist mir doch völlig egal. Elender, stinkender, betrügerischer Mensch. Nee, du hast sie doch nicht alle. Schau dir mal das Schloss an. Kannst du dich da nützlich machen? Ich weiß auch, dass du kein Schlosser bist. Aber vielleicht kannst du mit dem Schnabel im Schloss herumstochern und dann... Ganz ruhig, sorry, meine Güte. Okay, Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Jo, schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Alleine. Och Mann, Cheep Cheep. Du? Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Okay. Ach was. Der kommt ja einfach raus. Wie witzig. Du. Ach. Gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Was ist das für ein... Ja, es ist halt ein Vieh. Und es redet auch wie ein Vieh. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay, aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung, versuch's. Ach, jetzt können wir mit dem Vieh spielen. Ja. Wir nehmen die Stange trotzdem mal mit. Weil, ne? Ja. Gott, wie das redet, ey. Okay. Ach, schön. Ach, hier. Untersuche die Zelle. Ratterblacker, Blackerplug. Öffne das Gitter. Vielleicht mit der Stange? Nehmen wir. Können wir die denn mal verwenden? Weiß ich noch nicht. Wir gucken uns erstmal um. Können wir da rausgehen vielleicht? Untersuche das Skelett. Der ist auch tot. Oh, was können wir da nehmen? Ach, von der Kleidung. Aha. Ne, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ja. Was mit Cheep Cheep? Kann er sich mit Cheep Cheep unterhalten? Hallo, Roger!
Okay, die unterhalten sich, aber wir verstehen nicht viel. Schön, dass sie sich verstehen. Gut, ich habe Tschüss gesagt. Wir gucken mal, ob wir rausgehen können. Wie das auch geht. So vor sich hinkriecht. Und zack, hat er sich einfach unter der Tür durchgeflutscht. Da meint er auch Flutsch. Ja, wir spielen mit dem Vieh. Das ist schön. Betrachte das Rohr. Aschengeleine? Oh. Der kann man... Wir können das ein wenig drehen. Mhm. Ja. Vielleicht stolpert das Vieh dann später darüber oder so, weil da sitzt ja einer. Geh hinunter in die Stadt. Wir bleiben mal kurz hier oben und gucken mal, was hier noch ist. Ja, können wir uns den angucken? Betrachte den Troll. Okay, jetzt können wir mit dem Troll reden, ob das so gut ist. Ja. Können wir uns da was... Ah, wir können uns was bauen. Ich habe so an Fackel gedacht, nämlich genau. Hier, dann kannst du da Feuer holen? Ja. Warum? Weiß ich noch nicht. Fudo! Okay. Nee, jetzt... Hä? Betrachte mal. Jetzt aber... Hey, jetzt haben wir uns das aber irgendwie kaputt gemacht, ne? Haben wir das jetzt verbrannt oder so? Wir gehen mal die Treppe hoch. Oh. Hier müssen wir auch aufpassen. Ich gehe mal erstmal runter und rede mit dem, weil ich habe nur Angst, dass wir dann wieder... Ach, ich weiß gar nicht, was der Troll macht. Wir lassen uns überraschen. Überraschung. Nee, macht er nicht. Okay, er denkt sich, nee, dann sterbe ich. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben das Rohr, da können wir was machen. Ach, hier haben wir noch was. Das Brett können wir auch betrachten. Aschengeleine? Mhm. Aschengeleine? Können wir das irgendwie bearbeiten? Also wir können uns diesen Fetzen holen und damit was zum Fackeln bringen, aber irgendwie... Betrachte den Schlüsselbund. Ja, nimm den. Nicht zu lange. Oh, okay. Hm. Aschengeleine? Klettere in die Vase. Wollen wir das schon? Betrachte die schwarze Wache. Mhm, mhm. Samtkissen. Oh, schön. Das können wir mitnehmen. Aber wir haben ein Samtkissen. Okay. Das ist gut. Können wir... Ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir da jetzt hingehen... War da drin? Der ist witzig. Betrachte ein anderes Gemälde. Das Vieh ist lustig. Was sind da noch für Bilder drin? Ja, ein Braten. Ach, das nimmt er mit? Den Braten nimmt er mit? Okay. Das ist, wenn wir in die Vase reingehen. Merkt uns keiner, ne? Ja. Wenn wir da hingehen, was passiert dann? Hallo? Können wir da hin? Nein, nein, nein. Das ist zu gefährlich. Oder? Ja. Dann werden wir nämlich getötet. Betrachte das Gefäß. Aber wir können bis hier hingehen. Kann er nicht nehmen? Können wir das damit nehmen? Vielleicht können wir da das Dings ranmachen, da den Teer ranmachen und das dann anzünden. Weil ich glaube, einfach anzünden, dann verbrennt das oder so. Müssen wir uns also nochmal einen Stofffetzen holen. Die Kugel ist zu schwer. Ach nee, das geht sogar. Ach was.
Oh, jetzt die Kugel. Ah, und deswegen müssen wir das Boing bewegen. Okay. Schnell in die Vase geklettert. Witzig. Ja, dann gehen wir einfach mal. Weil wir brauchen ja eh nochmal an den Fetzen. Das geht ja nicht. Und das müssen wir auch nochmal drehen, das Rohr. Damit die Kugel irgendwo einschlägt oder sowas. Ich drehe das jetzt nochmal. Irgendwann wird es ja wohl richtig drin. Jetzt lassen wir es mal so. Und dann gehen wir mal einmal zurück und holen uns das Dings. So, jetzt schluppt der da durch. Tschuck. Voll witzig. Und ich frage gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Tja, kann das schlecht erklären. Ein Troll? Ja. Der Troll bewacht den Kerker? Ja, hat sie sogar rausgekriegt. Er hat einen Schlüssel? Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Wir sind dabei. Okay. Ja, wir nehmen etwas von der Kleidung. Nochmal. Ich nehme an, Ivo kann sich hier auch Sachen angucken, die er sich nicht so angucken kann. Wir gehen wieder. Und schluppen da durch. Das ist voll witzig. So. Jetzt gehen wir nach oben. Und mal gucken, ob das geht, was ich mir so denke. Oh, fertig. Ja. Stange und mit dem Zeug, wenn das überhaupt sowas ist. Aber es geht ja scheinbar. Was ist das? Ist jetzt nämlich auch noch dunkel. Fackel. Ja, prima. So, jetzt versuchen wir das nochmal mit der Kugel. Wo fällt die wohl jetzt hin? Jetzt haben wir das Rohr ein bisschen gedreht. Nicht viel gebracht. Die fliegt sonst wohin. Ja. Haben wir hier eigentlich noch was übersehen? Ja, die Pergamente, da können wir ja im Moment nicht ran. Bei ihm lasse ich auch mal. Dann würde ich vorschlagen, die Dings mal anzünden. Weil die brennt ja jetzt wohl auch eher. Jetzt haben wir eine brennende Fackel, oder? Jawohl. Und können wir ihn jetzt irgendwie aufscheuchen? Ja, können wir. Erstmal verwende ich, drehe ich das aber nochmal. Nochmal. Ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht. Soll das so bleiben? Also so ist es schön im Weg. Eigentlich. Und die Kugel, die geht eh hier hin. Vielleicht das Samtkissen dahin, damit die Kugel da drauf liegen bleibt. Geht das? Fliegt ja da immer hin. Ja, okay. Brennt die noch? Ja, die brennt noch. Nee, die brauchst du nicht nochmal angucken, die Hundehütte. So, jetzt nochmal die Kugel. Ich habe so das Gefühl, das Rohr da unten ist eigentlich nur für den Troll irgendwie da. Wir machen es irgendwie besser im Weg. So, jetzt komm. Das war doch richtig, oder? Ah, super. Jetzt ist sie auch liegen geblieben. Ha, und da freut er sich. Das Vieh. Takalak. Jetzt gehen wir runter. Ja. Was mache ich jetzt mit der Kanonenkugel? Ah. Oh. Oh oh. Die rollt jetzt auch nach unten. Aber wenn sie nach unten rollt, vielleicht soll sie ja auch runterrollen. Nee, wir sollen nicht. Achso, wir sterben. Wieso? Hm. Wollen wir das nochmal drehen wieder? So, dann rollt die nämlich. Dann. Wenn die da so liegt, dann kann die ja nicht runterrollen. Falls sie nicht runterrollen soll. Also nochmal eine Kugel. Das Vieh, das schafft das schon.
Zimmer. Dackalack. Das war wieder natürlich korrekt. Das Kissen liegt da ja auch noch. Er will es ja auch anscheinend nicht wiederhaben. Also bleiben wir dabei. Jetzt räumen wir die nochmal an. Fackel brennt noch. Mit dem tollen Stillleben auch. Ja, jetzt, na, komm. Ah, prima. Da soll ich hin. Jetzt haben wir hier eine Kugel. Da freut er sich. Aber was bringt uns das? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, dass er darauf ausrutscht. Wir gehen mal rein. Irgendwas muss mit der Kugel da drinnen bestimmt noch gemacht werden. Und ihn können wir ja anscheinend aufscheuchen damit. Ivo sagt schon gar nichts mehr dazu. Nimm die Kanonenkugel. Kann er nicht. Ist zu schwer. Kann die nur anrollen, ne? Soll ich hier alles in die Luft sprengen? Ja, wohl kaum. Was kann ich denn damit jetzt machen mit der Kugel? Dann spielen wir mal Ivo. Oder so? Kann sie was machen? Wenn mir die Kugel auf den Kopf gefallen wäre, wäre es aus mit mir gewesen. Ja, ist aber nicht so, Ivo. Was können wir machen? Ohne Telekinese komme ich da nicht ran. Zum Foltergerät? Tja, dann ist es schade, dass Tante Felicia nicht hier ist. Was kann sie denn mal machen? Chip Chip doch noch irgendwas sagen? Hier ist auch... Nee, da ist nix. Was sieht sie denn noch? Hier an den Füßen was. Keine Chance. Ich kann mich nicht allein befreien. Die Ketten sind massiv und das Schloss erreiche ich von hier aus nicht. Sie hat ja auch nichts im Inventar. Hallo da unten? Okay, Der Türspalt ist nur ein paar Zentimeter hoch. Wie zum Henker kommst du da durch? Hast du keine Knochen? Oder bist du ein magisches Wesen? Ein Formwandler vielleicht? Auf jeden Fall macht dich das viel nützlicher als Cheep Cheep. Das hättest du vorhin beweisen können. Aber du hattest ja Angst vor der Luftabwehr. Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Wie immer ein erhellendes Gespräch. Danke, Vieh. Eigentlich bräuchte der einen Namen. Ja. Ich wüsste nicht, was ich... Okay, dann spielen wir mit ihm mal weiter. Vielleicht soll die auch hier liegen bleiben. Oder vielleicht soll er Cheep Cheep was sagen. Mach mal was, Cheep Cheep. Die unterhalten sich eifrig über was. Ivo. Finden die lustig. Okay, ciao. Ja, dann lassen wir das hier mit der Kugel. Und zack, gehen wir da durch. Jups, so macht man das. Ja, ich weck den jetzt mal. Wenn er es überhaupt macht. Macht er das? Oho. Jetzt ist er aber weg. Und die Schlüssel? Nimm die Schlüssel! Hauptsache, er ist weg. Hätten wir ihn noch stolpern lassen können, indem wir das bewegen? Cool, ich habe die Schlüssel. Aber hätten wir das bewegen können? Oder war das schon richtig so? Oder? Nö, das hätte man nur betrachten können. Was ist hier noch? Ein Hammer. Malakabumbo. Yo. Zu schwer? Es ist zu schwer.
Okay, das kann das Vieh nicht. Was haben wir hier noch? Betrachte das Huhn. Das Huhn nehmen wir natürlich auch noch mit. Habe ich noch irgendwas übersehen, was er kann oder nee, ne? Okay, der ist weg. Schlüssel haben wir. Prima, hat doch geklappt. Dann benutzt die Schlüssel, Vieh. Danke, endlich. Wie macht sie das denn? Einfach so? Mit ihren Fingern? Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Voll gut. Das Vieh hat's geschafft. Als nächstes würde ich sagen, spielen wir mit Ivo. Wie auch immer sie sich einfach aus diesen Handketten da befreit hat. Aber gut, sie kann das, sie schafft das. Wir sehen uns im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann.